Wir freuen uns sehr, dass Herr Joost jetzt den Hergang erstmal des Attentates und dann des Verfahrens uns referieren wird. Und wir freuen uns sehr auf jeden Fall einen Vortrag. Und wir werden im Anschluss daran die Möglichkeit haben, Fragen an Sie zu stellen. Danke sehr, Herr Joost. Ja, vielen herzlichen Dank für die einleitenden Worte und für die freundliche Begrüßung und für das Lob, dass Sie so eine große Menge für mich ausgegossen haben. Ich will an der Stelle allerdings gleich was berichtigen. Das war keine Ein-Mann-Veranstaltung. Das Verfahren war ein Verfahren, an dem viele beteiligt waren, an dessen Erfolg viele ihren Anteil haben. Das war zunächst mal, wenn man die Reihenfolge sieht, war das eine unglaublich intensive und aufopfernde Ermittlungstätigkeit der Polizei, des Bundeskriminalamts und der Berliner Polizei, die hier über Monate hinweg in einer Stärke tätig waren, die ich in 35 Berufsjahren noch nicht erlebt habe. Wir hatten in der Sonderkommission zeitweise eine Stärke von 80 bis 100 Mann. Das war also eine ganze Menge. Dann hat mit Sicherheit einen wesentlichen Anteil, und das ist mir ganz wichtig, das zu sagen, ich werde auch in meinen Ausführungen nochmal darauf eingehen, haben die Nachrichtendienste, BND, BFV, Berliner Landesamt für Verfassungsschutz und diverse ausländische Nachrichtendienste. Einen erheblichen Anteil hat auch, und das ist mir auch wichtig zu sagen, die Nebenklage in diesem Verfahren gehabt. Die Nebenklage spielt ja normalerweise, jedenfalls nach meiner Erfahrung, in Strafverfahren keine übermäßig aktive und wesentliche Rolle. Hier war es anders. Die Nebenklagevertreter haben das Verfahren von Anfang an bis zum Ende sehr nachhaltig mitgeprägt und beeinflusst durch ihre Beweisanträge und durch eine sehr angenehme und kollegiale Zusammenarbeit mit uns. Und sie haben durch ihre Beiträge mit Sicherheit zu einem erheblichen Fortgang des Verfahrens beigetragen. Dann darf man natürlich nicht vergessen, und das wäre verkehrt, das an letzter Stelle zu tun, deswegen last but not least, das Kammergericht, der erste Strafsenat des Kammergerichts, unter Vorsitz von Herrn Kupsch, der das Verfahren über 3,5 Jahre hinweg mit einer bewundernswerten Geduld, unglaublicher Sachkunde und Akkuratesse geführt hat und der letztlich mit Sicherheit den wesentlichen Anteil dazu beigetragen hat, dass das Verfahren so enden konnte und auch im materiellen Ergebnis so enden konnte, wie es geendet hat. Und letztlich möchte ich auch nicht vergessen, meinen Kollegen Georg zu erwähnen, der zumindest in der Hauptverhandlung mir zur Seite stand und die Belastungen der Hauptverhandlung mitgetragen hat. So, jetzt aber genug der Vorrede, oder fast genug der Vorrede. Ich möchte noch eine Vorbemerkung machen, die mir wichtig erscheint. Ich bin zwar im Ruhestand, aber unterliege als Ruhestandsbeamter immer noch gewissen Verschwiegenheitspflichten. Erwarten Sie also jetzt eine sensationelle Entwicklung heute Abend von mir. Ich werde Ihnen nicht mehr erzählen können als das, was ohnehin Gegenstand der Hauptverhandlung war. Und wie gesagt, erwarten Sie nicht, dass ich auf den Leckkisten plaudere oder irgendwelche interner Preis gebe. Das werde ich nicht tun. Dass man auch seitens des Ministeriums insoweit von mir eine, sagen wir mal, vorsichtiges Äußern erwartet, mag sich daran zeigen, dass man seitens des Ministeriums mehr als 3 Monate braucht, um die Genehmigung zum Auftreten heute Abend zu erteilen. Also man erwartet da wohl schon, dass ich diese Verschwiegenheitspflichten, die bestehen, einhalte, und das werde ich auch tun. So, also genug der Vorrede. Ich gehe mal davon aus, dass nicht jeder hier im Saal die Hintergründe des Mykonos-Urteils kennt, das Tatgeschehen kennt. Deswegen habe ich mir vorgestellt, es ist vielleicht ganz sinnvoll, wenn ich mal die Geschehnisse vom 17. September etwas darstelle und auch vor Ihrem Hintergrund darstelle, damit das Verfahren aus sich heraus besser verständlich wird. Aber ich halte gern den Punkt auf, den Herr Spanner eben schon angesprochen hat. Es ist wirklich bemerkenswert, dass genau heute vor 23 Jahren dieses Verfahren seinen Ausgang genommen hat.
beziehungsweise in die Tat gegangen wurde. Jetzt um diese Zeit, das kann ich mich noch gut erinnern, aus den Aussagen eines der geständlichen Tatbeteiligten, trafen sich die Täter in einer konspirativen Wohnung in Berlin-Reinickendorf zur letzten Einsatzbesprechung sozusagen und warteten dann auf den Anruf eines Unbekannten, der ihnen sozusagen das Startsignal zum Losstarten gab. Ausgangspunkt des ganzen Geschehens war folgendes. Vom 14. bis 17. September fand in Berlin die Tagung der Sozialistischen Internationale statt, an der eine Reihe prominenter oder weniger prominenter Sozialisten und Sozialdemokraten aus allen möglichen Ländern teilnahmen. Da waren an Prominenteren zum Beispiel Felipe González, Bruno Kreisky, Olaf Palme, Yitzhak Rabin, Michael Gorbatschow war hier und auch der spätere irakische Staatspräsident Talabani, um nur einige Teilnehmer zu nennen. Damals war Willy Brandt Präsident der internationalen Gastgeber und war allerdings damals schon so schwer erkrankt, dass sein Grußwort von Hans-Jochen Vogel verlesen werden musste. Zu den weniger bekannten Gästen der Sozialistischen Internationale gehörte auch eine Delegation der Demokratischen Partei Kurdistan-Iran, DPKI, mit ihrem Vorsitzenden Dr. Sharaf Khandi und seinen beiden Deutschland- und Europavertretern Abdoli und Ardalan. Die DPKI ist im Iran die größte Oppositionsbewegung. Sie ist eine kurdische Bewegung und ihr Ziel ist die Schaffung einer weitgehend autonomen Region im Iran. Seit ihrer Gründung im Jahr 1945 wurde und wird diese Partei im Iran von allen Regierungen, egal unter welcher Führung, mehr oder weniger intensiv verfolgt und teilt damit das Schicksal anderer kurdischer Organisationen im Irak und in der Türkei, wie man ja zurzeit sehr eindrücklich beobachten kann. Die drei genannten wurden damals betreut und begleitet von Herrn Buri Dekordi. Herr Dekordi war kein Kurde, sondern war ein iranischer Oppositioneller, der schon seit vielen Jahren in Berlin lebte und politisch sehr aktiv war. Und wie gesagt, er hatte die Betreuung und Dolmetschertätigkeit für die drei kurdischen Vertreter übernommen. Am Abend des 17. September trafen sich diese drei, Nuri Dekordi und Vertreter verschiedener anderer iranischer oppositioneller Gruppen im Restaurant Mykonos. Das Restaurant Mykonos in der Prager Straße in Berlin war damals ein ja, kann man sagen, ein Treffpunkt iranischer Oppositioneller und man nutzte die Gelegenheit der Anwesenheit des prominenten Dr. Sharaf Khandi und seiner beiden Europa- und Deutschlandvertreter dazu, zu einem Gespräch zusammenzukommen und gemeinsam interessierende politische Fragen zu besprechen. Man traf sich also im Lokal Mykonos, im hinteren Bereich des Lokals, insgesamt 8 Personen und der Gastwirt, die saßen da abends gegen 10:30 Uhr beim Essen. Und plötzlich stürmten 2 Mann in das Lokal in den hinteren Gastbereich, beschimpften die Anwesenden auf Persisch mit dem Schimpfwort Hurensöhne und schossen ohne Vorwarnung aus einer Maschinenpistole und einer Pistole auf die DPKI-Vertreter und auf Herrn Dekordi, die dann alle 4 entweder noch am Tatort oder kurze Zeit später starben. Der Wirt des Lokals selbst wurde lebensgefährlich verletzt. Dieser ganze Anschlag dauerte nur wenige Sekunden und dann verließen die beiden Täter das Lokal und verschwanden gemeinsam mit einem dritten Schmierersteher, der an der Lokaltür stand, wieder in der Nacht. Ja, das war das Tatgeschehen, eigentlich sehr kurz. Insgesamt, glaube ich, nach Zeugenaussagen hat es keine 2 Minuten gedauert. Meine Befassung mit der Sache und möglicherweise auch die des GWA beruhte, wenn ich das rückwirkend so sehe, fast auf einen Zufall. Als ich am 18. September morgens ins Büro kam, traf ich einen Kollegen aus der Revisionsabteilung, also einer, der mit Terrorismus oder Ähnlichem nichts zu tun hat. Und der erzählte mir, dass er im Radio oder im Fernsehen von diesem Anschlag gehört habe. Und da ich damals selbst in der Terrorismusabteilung war, dachte ich mir, ja, dann erzähle ich das mal meinem Referatsleiter, das hatte ich dann auch. Und der sagt mir dann, ruf doch mal beim BKA an und lass dir mal schildern, ob die schon Näheres wissen.
Allerdings war das auch so, wenn die näher ist, müssen sollte ich dann den Generalbundesanwalt berichten. Ich rief dann beim BKA an, das BKA hatte allerdings auch nicht mehr Kenntnis als das, was ich Ihnen gerade geschildert habe. Die waren bis dahin auch nicht schlauer, die kannten das, was sie in dem normalen polizeilichen Informationsverbund erfahren hatten. Mir fiel bei der Schilderung, die ich beim BKA bekam, allerdings auf, dass drei der vier ermordeten Kurden waren. Dies ließ mich jetzt zunächst mal an einen ganz anderen Hintergrund denken, als den, der sich dann später herausgestellt hat. Ich war damals Anklagevertreter in einem Verfahren beim Oberlandesgericht Stuttgart, in dem es um Mord an abtrünnigen PKK-Mitgliedern ging. Das war nicht das erste und nicht das einzige Verfahren dieser Art. Wir hatten damals beim Generalbundesanwalt, muss schon fast sagen, serienweise Verfahren gegen Mitglieder einer PKK-internen Gruppierung, die im Auftrag der PKK-Führung abtrünnige oder nicht linientreue PKK-Mitglieder liquidierte. Das war also, wie gesagt, damals nichts Besonderes und deswegen schien es mir auch vorstellbar, dass auch hier vielleicht eine innerkurdische Auseinandersetzung auf Berliner Boden ausgetragen worden war. Jedenfalls schien mir das plausibel und zunächst sprach ja auch mal nichts dagegen. Allerdings teilte mir das BKA in einem späteren Telefonanruf mit, dass der Vorgänger von Herrn Scharafkandi, der am Vorabend in Berlin erschossen worden war, nicht der Vorgänger, sondern Scharafkandi war in Berlin erschossen worden, dass der Vorgänger dieses Dr. Scharafkandi einige Jahre zuvor in Wien bei einem Attentat ums Leben gekommen sei. Und das machte mich nun doch stutzig und ich hielt jetzt erstmals eine Auftragstat für denkbar, wobei mir allerdings ganz klar war, wer hätte Auftraggeber sein können. Also an den iranischen Staat dachte ich in diesem Zeitpunkt noch nicht. Ich unterrichtete also den Generalbundesanwalt, Herrn von Stahl, der kurz entschlossen entschied, wir übernehmen das Verfahren und Sie lassen sich einfallen, warum. Das war etwas flapsig gesagt, hatte aber durchaus seinen Hintergrund, denn es ging darum, die rechtlich und tatsächlich sehr eng beschränkte erstinstanzliche Zuständigkeit des Generalbundesanwalts zu begründen, der Landesverfahren eigentlich nur dann übernehmen darf, nicht eigentlich, sondern nur übernehmen darf, wenn Staatsschutzbelange betroffen sind. Und dafür war ja die Erkenntnislage zumindest in diesem Zeitpunkt noch etwas dünn. Aber ich hatte ja nun mal den Auftrag, übernehmen Sie das Verfahren, lassen Sie sich einfallen, warum, und fahren Sie anschließend nach Berlin. Ja, dann setzte ich mich ins Auto vor zum Flughafen und diktierte unterwegs per Telefon die Übernahmeverfügung, die Beauftragung des Bundeskriminalamts und traf dann auch tatsächlich fast zeitgleich mit dem Vorauskommando des BKA hier in Berlin ein, wo wir dann alle gemeinsam in einer ehemaligen amerikanischen Kaserne im Tempelhof für die nächsten Monate Quartier bezogen. Bereits im Lauf dieses ersten Tages allerdings trudelten nach und nach Erkenntnisse ein, die zunehmend gegen die von mir zunächst mal für möglich gehaltene parteiinterne Liquidation der Opfer sprachen und vielmehr eine Tat staatlicher iranischer Stellen in den Mittelpunkt rückten. Dazu gehörten insbesondere Details zu dem Anschlag in Wien vom 13. Juli 1989, bei dem die damaligen Vertreter der DPKI im Zuge von Geheimverhandlungen mit einer iranischen Regierungsdelegation von eben den Mitgliedern dieser Regierungsdelegation erschossen worden waren. Das war natürlich ein relativ deutlicher Hinweis auf den Hintergrund der Tat. In diese Richtung deutete dann auch ein Gespräch, das ich noch in der Nacht zum 19. mit Herrn Talabani führte. Herr Talabani, wie gesagt, war als Vertreter der kurdischen irakischen Delegation da, der PUK, und er hatte sich bei der Polizei gemeldet und um ein Gespräch gebeten, und bei diesem Gespräch teilte er mir mit, dass er sich zwei, drei Wochen vor der Tat in Paris mit Herrn Dr. Scharafkandi getroffen habe und ihn bei dieser Gelegenheit vor einem Anschlagsvorhaben der Iraner gewarnt habe. Er, Talabani, habe
hiervon Kenntnis erhalten durch Festnahmen, die seine Kampftruppen, die sogenannten Peshmerga, im iranisch-irakischen Kurdengebiet durchgeführt hätten. Und die hätten dort irgendwelche Pasdaran, also Revolutionswächter, festgenommen. Und im Rahmen der anschließenden Vernehmung dieser Revolutionswächter sei von einem Anschlagsvorhaben gegen Dr. Sharaf Khandi die Rede gewesen. Und von diesem Anschlagsvorhaben habe er Dr. Sharaf Khandi dann im August 1992 in Kenntnis gesetzt. Die Ermittlungen erstreckten sich in der Folgezeit dann in zwei Richtungen. Zum einen ging es natürlich vordringlich darum, die Täter zu ermitteln und zu fassen. Zum anderen aber ging es mindestens genauso schwergewichtig um die Abklärung des Tathintergrundes. Und hier ergaben sich immer mehr Indizien für eine iranische Auftragstat. Ich nenne nur zwei als Beispiel. Es wurde bekannt, dass Wochen und Monate vor der Tat zwei nicht näher identifizierte Gestalten aus dem Iran hier in Berlin aufgetaucht waren und versucht hatten, hier lebende oppositionelle Iraner zu überreden, in den Iran zurückzukehren. Wir haben später im weiteren Verlauf des Verfahrens und außer am Abschluss des Verfahrens sogar ermitteln können, wer das war. Diese zwei, das waren tatsächlich Angehörige des iranischen Nachrichtendienstes. Ein weiterer Punkt, der für einen staatlichen iranischen Hintergrund war, war, dass wir Parallelen zu anderen Mordanschlägen feststellen konnten, die teilweise in Deutschland, in Bonn, in Hamburg und im Ausland, in Paris, in Genf, in Nicosia und in anderen europäischen Städten begangen worden waren. Und es gab bereits um den 19. Oktober herum erste zaghafte nachrichtendienstliche Hinweise, die in diese Richtung ebenfalls deuteten, dass der iranische Staat hinter dieser Geschichte stecken würde. Den ersten richtigen Schub in den Ermittlungen bekamen wir 5 Tage später. Da wurden nämlich die Tatwaffen gefunden. Die hatten die Täter aus mir bis heute nicht erklärlichen Gründen in nicht allzu großer Entfernung vom Tatort unter einem Auto abgestellt. Also in einer Reisetasche unter einem Auto abgestellt, und da wurden sie dann 5 Tage später gefunden. Und dann ging es eigentlich richtig los. An einer der Waffen, an der Pistole, die verwendet worden war, konnte ein Handflächenabdruck gesichert werden. Und außerdem, und das war sehr wichtig, konnten wir feststellen, dass diese Waffe aus den Beständen der ehemaligen kaiserlichen Armee des Iran stammte. Das war natürlich schon ein kräftiges Indiz, das auch wiederum auf den staatlichen iranischen Hintergrund hindeutete. Ab dem 1. Oktober lieferte dann der Bundesnachrichtendienst peu à peu, aber mit zunehmender Deutlichkeit und schließlich auch mit richtig konkreten Angaben, Hinweise über die Täter. Und diese Hinweise führten dann am 4. Oktober in Rheine, in Nordrhein-Westfalen, zur Festnahme von zwei Tatverdächtigen. Dabei handelte es sich um libanesische Asylbewerber, um abgelehnte libanesische Asylbewerber, die bis dahin in Deutschland nur als Kleinkriminelle aufgefallen waren. Die Nennung dieser beiden Festgenommenen als Asylbewerber in der Presseerklärung des Generalbundesanwalts sorgte übrigens für einen ganz kuriosen Nebenkriegsschauplatz. Dass Asylbewerber mit einem Gewaltverbrechen wie dem Mykonos-Anschlag in Zusammenhang gebracht wurden, war politisch unerwünscht und hatte eine heftige Auseinandersetzung zwischen dem damaligen Generalbundesanwalt von Stahl und der damaligen Justizministerin Leutheusser Schnauenberger zur Folge. Wobei die Ministerin sogar allerdings vergeblich, da blieb ja von Stahl hart, die Ablösung seines Pressesprechers verlangte. So, nach der Festnahme und die daraus erfolgenden Erkenntnisse brachten dann einen ersten richtigen Durchbruch bei den Ermittlungen. Die an der Tatwaffe gesicherte Handflächenabdruck konnte einem der beiden Festgenommenen zugeordnet werden. Damit war also die Verbindung zwischen der Waffe und dem Tatverdächtigen hergestellt. Und sein Kumpan, der sich zunächst einige Tage in Schweigen hüllte,
legte dann in den folgenden Tagen und Wochen ein ganz, ganz umfangreiches Geständnis ab, das auch jeweils richterlich bestätigt wurde. Und damit konnten wir nun wirklich was anfangen. Im Übrigen waren die beiden auch von Person und von ihrer Herkunft her sehr interessant. Beide waren Hisbollahis, also Angehörige der Hisbollah. Und beide hatten, sehr bedenkenswert, als Angehörige der Hisbollah im Iran am Kaspischen Meer eine Kampftaucherausbildung absolviert unter Führung der iranischen Revolutionsgarde Pasdaran in einer Pasdaran-Kaserne. Das zeigt natürlich schon, dass die beiden nicht nur Kleinkriminelle waren, sondern durchaus erhebliches Gewicht hatten. Also selbst wenn man bis zu diesem Zeitpunkt noch eine innerkurdische Auseinandersetzung als Tathintergrund für möglich gehalten haben sollte, ich glaube, ab diesem Zeitpunkt war auch der gutwilligste überzeugt davon, dass das eben nicht der Fall war, sondern dass hier ein staatlicher iranischer Hintergrund ernsthaft in Betracht gezogen werden musste. Wie gesagt, der festgenommene Amin, der dann ein Geständnis ablegte, machte so zahlreiche, detaillierte und insbesondere nachprüfbare Angaben, dass wir nun wirklich alle Zweifel verloren. Er berichtete zum Beispiel von den weiteren Tatbeteiligten, den MP-Schützen, denen nach der Tat die Flucht gelungen war. Er nannte ihn namentlich. Er berichtete davon, dass man ihnen, also den beiden Festgenommenen, vorher gesagt habe, wenn was passiert, der Iran kümmert sich um euch, der holt euch raus. Der steht ja hinter der ganzen Geschichte. Und er benannte, und das war in der Folgezeit ganz, ganz wesentlich, einen weiteren Tatbeteiligten, nämlich Qasem Darabi. Qasem Darabi war ein Iraner, der seit vielen Jahren in Berlin lebte und eine ganz schillernde Figur war. Ein ganz eifriger und nachdrücklicher Verfechter der Ideen der Islamischen Revolution. Und dieser Darabi, der hatte also zum Beispiel zunächst seine eigene Wohnung den Tätern als Unterschlupf zur Verfügung gestellt und hat dann über einen harmlosen, unbeteiligten, ahnungslosen Dritten eine weitere konspirative Wohnung für das Tattrio beschafft. Er stellte den Kontakt zu dem Maschinenpistolenschützen Sharif her und er beschaffte das Geld, um mit diesem Geld wiederum falsche Papiere zu beschaffen, um Amin und Rayel die Flucht aus Deutschland zu ermöglichen. Damit war jedenfalls für mich Anfang Oktober klar, dass der Schwerpunkt der weiteren Ermittlungen weniger bei der Frage des individuellen, personenbezogenen Tatnachweises liegen würde. Den hielt ich angesichts der gegebenen Beweislage für relativ unproblematisch. Objektive Spuren und das lückenlos überprüfbare, überprüfte und bestätigte Geständnis Amins schienen mir völlig ausreichend. Und sie waren es auch. Der Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs erließ antragsgemäß gegen alle drei Haftbefehle. Wichtiger und schwieriger, aber ebenfalls völlig unerlässlich schien mir daneben der Nachweis, dass hinter der Tat wirklich iranische staatliche Stellen steckten. Deren war nicht nur ein Gebot der umfassenden strafprozessualen Aufklärung, davon hing unter Umständen auch die weitere fortbestehende Zuständigkeit des Generalbundesanwalts und ihr folgend des Gerichts der Hauptverhandlung ab. Und der gesetzliche Richter ist ein hohes Gut. Wir konnten also, durften nicht irgendeine Gerichtszuständigkeit konstruieren, die nachher nicht gehalten hätte. Also musste, um letztlich einen staatsterroristischen Hintergrund und damit einen staatsschutzrelevanten Bezug zu begründen, mussten hier Nägel mit Köpfen gemacht werden. Und das haben wir in der Folgezeit dann auch versucht. Und dabei mussten wir ferner bedenken, dass dieser staatsterroristische Hintergrund auch sich bei der rechtlichen Bewertung des Tatgeschehens für die einzelnen Angeklagten auswirken konnte. Fazit: Das Hauptaugenmerk der Ermittlungen galt also bis zur Anklage und eigentlich fast bis zum Urteil der Frage des Nachweises einer staatsterroristischen Tat. Bei dieser Vorgehensweise fanden wir die uneingeschränkte Unterstützung des damaligen Generalbundesanwalts von Stahl.
Andernorts war die Freude über unser Vorgehen etwas verhaltener, zumal sich damit auch Probleme im Verhältnis zum Iran abzeichneten. Deutschland befand sich damals im sogenannten kritischen Dialog mit dem Iran. Die Formulierung dieses kritischen Dialogs erfolgte im Rahmen der gemeinsamen Sicherheits- und Außenpolitik der Europäischen Union und verfolgte eigentlich das Ziel, im Rahmen Irans Verhalten in den Bereichen Menschenrechtspolitik, nahöstlicher Friedensprozess, Irans Verhalten in den Bereichen und Rüstung mit Massenvernichtungswaffen positiv zu beeinflussen. Dieser kritische Dialog, der von der Presse zeitweise auch als unkritischer Monolog bezeichnet wurde, schien nun vor dem Hintergrund der sich anbahnenden Ermittlungen gefährdet. Sollten insbesondere dann, wenn die jetzt anlaufenden Ermittlungen tatsächlich einen staatsterroristischen Hintergrund bestätigen sollten. Diese Konsequenz war mir natürlich auch klar, aber sie war eben unverzichtbar und unausweichlich und ja, sie musste eben drauf genommen werden. Ich hatte im weiteren Verlauf der Ermittlungen zunehmend den Eindruck, insbesondere je mehr ich mich auch mit den Vergleichstaten im Ausland befasste, dass die Vorgehensweise in anderen Ländern bei der Verfolgung, oder besser gesagt Nichtverfolgung iranischer Straftaten das falsche Signal gesetzt hatte. Der Iran hatte offenbar den Eindruck, dass man sowas ja risikolos leisten könnte. Es würde ja nichts passieren, es hätte keine Folgen. Und offenbar war der Iran auch in diesem Fall davon ausgegangen, dass es so wäre. Ich will jetzt mal etwas vorgreifen. Wir hatten im späteren Verlauf des Verfahrens einen sehr interessanten Zeugen, die Quelle C. Das war ein ehemaliger Mitarbeiter des iranischen Nachrichtendienstes, der ausgestiegen war, ein hochrangiger Mitarbeiter. Und der wurde im Rahmen der Zeugenvernehmung vor Gericht gefragt. Das ist doch eigentlich komisch. Wieso setzt der Iran die guten Beziehungen zu Deutschland aufs Spiel, indem er hier solche Taten verübt? Und dann kam eine Antwort, die mich wirklich verblüfft hat. Er sagt, der Iran sieht das so, er kann sich das leisten, denn es passiert sowieso nichts. Also die waren sich relativ sicher, dass sie sich das hier leisten könnten und deswegen haben sie es auch getan. In diesem Zusammenhang möchte ich vielleicht so einen kleinen Buchtipp noch geben, der ganz interessant ist, und zwar nochmal bezogen auf den bereits erwähnten Vorgängeranschlag in Wien. Darüber gibt es ein sehr interessantes Buch von einem Herrn Peter Pilz. Dieses Buch heißt Eskorte nach Teheran. Bezieht sich, wie gesagt, auf diesen Anschlag von Juli 89 in Wien und beschreibt also sehr fundiert und mit einer Fülle von Belegen und Aktenauszügen, dass man damals in Österreich die Erwartung des Iran eigentlich schon weitgehend erfüllt hat. Und noch eines muss ich jetzt noch zur Chronologie oder außerhalb der Chronologie dazu fügen, weil es, das passt thematisch dazu, die geradezu unglaubliche Dreistigkeit des Irans aufzeigt, sowohl im Umgang mit der Opposition als auch mit dem deutschen Partner des kritischen Dialogs. Der frühere Kanzleramtsminister Schmidbauer, der im Frühjahr 1994 vor dem Kammergericht zweimal als Zeuge vernommen wurde, zu den Gesprächen, die er mit seinem iranischen Kollegen Falakian geführt hatte, schilderte, dass die iranische Seite noch im Sommer 92, wenige Wochen vor dem Mykonos-Anschlag, der deutschen Seite zugesichert habe, in Deutschland jedenfalls keine weiteren Mordanschläge zu verüben. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und diese Zusicherung, die war offenbar als Geste des guten Willens im Rahmen des kritischen Dialogs gedacht von iranischer Seite. Entsprechend fassungslos waren die Iraner dann auch, als sie feststellten, dass bei den Ermittlungen auf ihre Interessen sogar keine Rücksicht genommen wurde. Nach diesem Exkurs möchte ich zurückkommen zum Problem und zu der Notwendigkeit, spätestens bis zur Anklageerhebung in einer das Gericht überzeugenden Weise darzulegen, dass es sich bei dem Anschlag vom 17. September eben nicht um eine normale Schießerei, sondern um einen staatlich gesteuerten Mordauftrag gehandelt hatte. Ich habe ja eine Reihe von Indizien bereits genannt, die waren zwar recht gehaltvoll, aber eben doch nicht ausreichend,
um ein Gericht tatsächlich mit der notwendigen Sicherheit überzeugen zu können. Jedenfalls habe ich das so befürchtet und habe mich deshalb bemüht, an allen weiteren Fronten nach weiteren Erkenntnissen zu suchen, die diesen staatsterroristischen Hintergrund beleuchten konnten. Und komischerweise lieferte nun die iranische Regierung selbst unfreiwillig den ersten Baustein zu diesem Nachweis und wiederum in der Person des Herrn Falahian. Herr Falahian gab wenige Wochen vor der Tat im iranischen Fernsehen ein Interview. In diesem Interview befasste er sich mit der Verfolgung oppositioneller Gruppen und vor allem auch expressis verbis mit der Verfolgung der DPKI, und dabei führte er aus, das ist eine kriminelle Kleingruppe, die haben wir unter Kontrolle, die verfolgen wir seit eh und je im Inland und im Ausland. Das war also für mich eine Schlüsseläußerung von maßgeblicher Seite von jemand, der es wissen musste. Und fand es sehr aufmerksam und sehr mitdenkend vom Bundesamt für Verfassungsschutz, dass uns unverzüglich über diese Rede, von der wir ansonsten wahrscheinlich nicht oder jedenfalls später erst Kenntnis erhalten hätten, unterrichtet wurden. Natürlich war das Vorhaben, einen fremden, noch bestehenden Staat, der zudem mit Deutschland halbwegs normale oder vielleicht sogar besondere Beziehungen unterhielt, einen solchen Staat, einen in Deutschland aufgeführten Mordanschlag auf vier Oppositionelle nachzuweisen. Das war schon ein relativ kühles Vorhaben. Und das, es war auch klar, dass man ein solches Vorhaben nicht mit Fingerabdrücken, Urkunden und Geständnissen würde führen können. Es war klar, dass wir für diesen Nachweis wohl oder übel auch auf die Erkenntnisse von Nachrichtendiensten angewiesen sein würden. Und jetzt möchte ich die Gelegenheit nutzen, hier mal ein Wort zugunsten der Nachrichtendienste zu sagen. Die Nachrichtendienste stehen ja in Deutschland nicht erst seit den angeblichen oder tatsächlichen Versäumnissen im Zusammenhang mit NSU in keinem besonders guten Ruf. Das war schon immer so und sie gelten vielfach als dubios, als unglaubwürdig, irgendwie so etikettiert und am besten hat man mit denen gar nichts zu tun. Und gerade deswegen ist es mir ein Anliegen, darauf hinzuweisen, dass ohne die hervorragende Arbeit der Nachrichtendienste dieses Verfahren nie zustande gekommen wäre. Wir hätten weder die Tatbeteiligten festgestellt, noch hätten wir sie festnehmen können, noch wäre es gelungen, den Tathintergrund aufzuklären. Das muss man ganz deutlich sagen. Der BND zum Beispiel lieferte den entscheidenden Hinweis zur Festnahme der Täter. Das Bundesamt für Verfassungsschutz lieferte insbesondere mit fortschreitender Verfahrensdauer bis zur äußersten Grenze der Vertretbarkeit Erkenntnisse und stellte sogar Abhörprotokolle zur Verfügung, was ja nun für einen Geheimdienst fast eine Todsünde ist. Aber sie wurden zur Verfügung gestellt und haben damit maßgeblich dazu beigetragen, das Gericht von der Qualität der nachrichtendienstlichen Erkenntnisse zu überzeugen. Noch eins möchte ich an der Stelle betonen. Ich sagte schon, dass ich die Begeisterung der Bundesregierung über das Verfahren, über die Verfahrensrichtung, dass sich diese Begeisterung in den Grenzen hielt. Also man war jetzt nicht so sonderlich erbaut, dass man gegen den Iran ermittelte und dass als Ziel dieser Ermittlungen absehbar war, die Feststellung eines staatlichen iranischen Hintergrunds. Gleichwohl gab es jedenfalls nach meinem Eindruck von Seiten der Bundesregierung auch BND und BRV, zumindest im fortgeschrittenen Stadium, keine Einflussnahme in dem Sinne, dem BBA Erkenntnisse vorzuenthalten mit Blick auf die möglichen Folgen der Übermittlung solcher Erkenntnisse für die Beziehung zum Iran. Jetzt wieder zurück zum Nachweis der staatlichen Verwicklungen hier in die Mykonos-Morde. Neben der Fernsehansprache der Lachians, ich habe es bereits gesagt, gab es noch eine ganze Reihe weiterer Indizien, die später dann zu einem Gesamtbild zusammengeführt werden konnten. Und hier muss ich nochmal auf Darabi zu sprechen kommen. Darabi war 1980 nach Deutschland zu Studienzwecken eingereist, betätigte sich aber kurz nach seiner Einreise bereits als vehementer und auch gewalttätiger Verfechter
der Ziele der Islamischen Revolution, beteiligte sich kurz nach seiner Ankunft in Deutschland als Schläger im Rahmen einer Schlägerei gegen regimekritische Studenten an der Uni Mainz und wurde deswegen eigentlich auch ausgewiesen. Die Ausweisung wurde aus mir nicht bekannten Gründen nie vollzogen. Er blieb jedenfalls in Deutschland und trieb dann in der Folgezeit sein Unwesen hier. Er war an vielen Stellen in das iranische System eingebunden. Nach Feststellungen der Nachrichtendienste, die überprüft wurden, die sich als glaubwürdig erwiesen haben und denen sich auch das Gericht in seiner Urteilsbegründung angeschlossen hat, war er nicht nur Mitglied des iranischen Nachrichtendienstes BEWAG, er war auch Angehöriger der iranischen Studentenorganisation ISA, eine vom Regime unterhaltene und gesteuerte Organisation von Studenten. Er unterhielt allerbeste Kontakte zu erkannten nachrichtendienstlichen Mitarbeitern an der iranischen Botschaft in Bonn und am iranischen Generalkonsulat in Berlin. Und er war darüber hinaus Angehöriger der Revolutionsgarden Pasdaran. Also ein Mann von enormen Fähigkeiten und ein Mann für alle Fälle sozusagen. Er war aus unserer Sicht, auch wenn er sich bei der eigentlichen Tatausführung im Hintergrund hielt, war er aus unserer Sicht der Dreh- und Angelpunkt des Tatgeschehens in Berlin. Übrigens auch hier noch ein interessanter Hinweis, ein wesentlicher Teil dieser Erkenntnisse stammte vom britischen Nachrichtendienst, die SSO, und war von diesem über die deutschen Nachrichtendienste den Verfahren überlassen worden. Ich komme nochmal zurück auf die beiden anderen, auf Amin und Rahel. Die hatten sich, wie gesagt, schon 1980 im Libanon der Hisbollah angeschlossen, hatten an Kämpfen in Beirut teilgenommen und gemeinsam eine Ausbildung als Kampftaucher der Pasdaran am Kaspischen Meer absolviert. Ob sie bereits im Auftrag der Hisbollah oder des Iran oder beider nach Deutschland kamen, das konnten wir nicht klären. Jedenfalls wurden sie hier von Darabi unter seine Fittiche genommen, er verschaffte ihnen Wohnung und Arbeit und erwartete natürlich im Gegenzug dann auch eine Gegenleistung, wenn sie von ihnen erwartet wurde. Es war also eine fast symbiotische Beziehung zwischen Darabi einerseits und Amin und Rahel andererseits und diese symbiotische Beziehung war in gewisser Weise das verkleinerte Abbild der großen symbiotischen Beziehung zwischen Iran und Hisbollah. Und das konnten wir eigentlich relativ gut nachweisen durch ein Gutachten des damaligen Leiters des Orientinstituts in Hamburg, Professor Steinbach, der in seiner ersten gutachtlichen Stellungnahme das sehr unverblümt und sehr deutlich ausgeführt hatte. Allerdings, um auch das an dieser Stelle vorwegzunehmen, Herr Steinbach war im weiteren Verlauf dieses Verfahrens, das ja nun einige Jahre dauerte, nochmal irgendwie im Iran, ich weiß, aus dienstlichen Gründen vermutlich. Und bei dieser Gelegenheit hat man ihm wohl klargemacht, dass sich solche Äußerungen wie im ersten Fall im Gericht nicht wiederholen sollten. Und sie haben sich dann auch nicht wiederholt. Bei einer weiteren Befragung war er etwas zurückhaltender. Ja, also wir hatten nun eine ganz gute Ausgangsbasis, wir hatten eine aus unserer Sicht recht deutliche Spur der Tat in Richtung Iran gezeichnet und jetzt ging es mir noch darum nachzuweisen, dass die Tat jedenfalls aus iranischer Sicht im iranischen Interesse lag einerseits und dass andererseits solche Taten für den Iran nicht untypisch wären. Denn es ist ja nun immerhin doch ein ungewöhnlicher Vorgang, dass ein Staat auf dem Gebiet eines anderen Staates beliebig oppositionell umbringen lässt. Also schien mir das wichtig, das auch noch zu widerlegen oder zu prüfen. Ist es aus Sicht des Iran sein Interesse? Darf er das? Und ist es ihm auch zuzutrauen? Macht er es auch? Und da wurden wir also sehr schnell fündig. Auch hier wieder war natürlich das Wiener Verfahren der Dreh- und Angelpunkt. Dr. Raska Semlu in Wien und sein Vertreter und ein Freund beider
fand ich damals, wie gesagt, in Geheimverhandlungen mit einer iranischen Regierungsdelegation, wurden von Mitgliedern dieser Delegation während der Verhandlungen erschossen. Eigentlich hätte das ausreichen müssen für die österreichischen Behörden, entsprechend tätig zu werden. Das tat man nicht. Ich habe es ja gesagt, lesen Sie mal das Buch von Peter Gils. Da steht drin, was man alles nicht gemacht hat und warum nicht. Es gab noch weitere Verfahren im In- und Ausland, aber vor allem im Ausland, die wir hier heranzogen. Und es war zum einen die Ermordung des früheren iranischen Präsidenten, Ministerpräsidenten Bakhtiar in Paris im August 1991 und an dem oppositionellen Rajavi bei Genf im April 1990. Auch hier führten die Auswertungen der Akten und vor allem die intensiven persönlichen Kontakte zu den ermittelnden Kollegen in Paris und Lausanne zu einer Fülle von Erkenntnissen und letztlich auch zum Nachweis der iranischen Urheberschaft. Es war für alle Seiten ein Geben und Nehmen. Wir konnten mit zunehmender Verfahrensdauer den Kollegen in Paris und Lausanne einiges bieten, was die nicht wussten, und wir nahmen natürlich auch gern von denen alle Erkenntnisse entgegen, die unsere Einschätzung bestätigten. Und so kam es letztlich, und das fand ich im Nachhinein, obwohl es uns fürs Verfahren nichts mehr nützte, aber ich fand es bemerkenswert, dass lange nach Abschluss unseres Verfahrens immerhin die eidgenössische Justiz gegen Herrn Falahian ebenfalls einen Haftbefehl wegen der Genfer Morde erließ. Immerhin standen wir dann mit unserem Haftbefehl gegen Falahian wegen der Mykonos-Morde nicht mehr allein. Das hat auch eine gewisse Entlastung bedeutet für uns. Ja, das, was ich Ihnen bisher vorgetragen habe, das war im Wesentlichen der Erkenntnisstand im Mai 1993, als wir die Anklage zum Kammergericht erhoben. Wir waren optimistisch, dass der Strafsenat sich unserer Sicht und Bewertung der Dinge anschließen würde, aber sicher waren wir nicht. Denn eine Anklage gewissermaßen gegen ein an der Macht befindliches ausländisches Regime wegen politisch motivierter Morde war Neuland und zum Beispiel mit der justiziellen Aufarbeitung des DDR-Unrechts, der untergegangenen DDR, einfach nicht zu vergleichen. Die gab es ja nicht mehr, aber wir hatten ja einen Staat, der lebendig, aktiv und agil war. Und wir konnten uns schon vorstellen, dass es schwierig werden würde, dieses Verfahren zu einem guten Ende zu bringen, zumal die iranische Seite schon die Ermittlungen immer wieder mit giftigen Bemerkungen und mit unflätigen Angriffen, insbesondere gegen die Vertreter der Bundesanwaltschaft begleitet hatte. Also uns war schon klar, dass das kein Spaziergang werden würde. Auch die Bundesregierung fühlte sich offenbar nicht sonderlich wohl. Jetzt, als das Verfahren aus dem der Öffentlichkeit weitgehend entzogenen Ermittlungsstadium in die gerichtliche Phase überging, fürchtete man offenbar Konsequenzen verschiedener Art. Nur so ist es für mich zu erklären, dass wir die Anklageschrift vor Einreichung bei Gericht dem Justizministerium zur Billigung vorlegen mussten. Das war also ein absolut einmaliger Vorgang. Ich habe das vorher nie erlebt und auch nachher nie wieder gehört, dass es so etwas gegeben hat. Das war, wie gesagt, ein einmaliger Vorgang und schon allein wegen der damit verbundenen Verzögerung bei der Anklageerhebung ein auch riskanter Vorgang. Wir unterliegen in Haftsachen natürlich einem gesetzlichen Beschleunigungsgebot und können uns eigentlich nicht leisten, mit einer Anklageerhebung um 14 Tage zu verzögern, nur um dem Justizministerium Gelegenheit zu geben, sich darüber seine Gedanken zu machen. Aber so war es. Und ich bin froh und dankbar, dass Herr von Stahl damals Haltung bewiesen hat und die Erhebung der Anklage durchgesetzt hat und damit verhindert hat, dass es vielleicht wegen einer verzögerten Anklageerhebung zu irgendwelchen Problemen gekommen wäre. Am 28. Oktober begann dann vor dem ersten Strafsenat in Berlin die Hauptverhandlung. Das Gericht hatte unsere Anklage unverändert in rechtlicher und tatsächlicher Hinsicht zugelassen und der Bundesgerichtshof hatte vorher schon im Rahmen einer Haftprüfung auch unsere Sicht der Dinge vollinhaltlich bestätigt. Die Hauptverhandlung erstreckte sich über 247 Prozesstage mit insgesamt 3,5 Jahren Prozessdauer. Die lange Verfahrensdauer war natürlich zum einen dem umfangreichen Prozessstoff geschuldet, aber es lag auch daran,
dass fast alle Zeugen zum Beispiel aus dem Umfeld der Angeklagten loben, dass sich die beiden loben. Von angeblich fehlender Erinnerung an eigene frühere Aussagen bis zu den Behauptungen, man habe Guantanamo-Methoden angewendet bei den Befragungen. Man hat behauptet, ihnen seien irgendwelche unlauteren Vorteile versprochen worden, lauter solcher Unsinn. Das hieß, es wurde behauptet, die Aussagen seien nicht korrekt zustande gekommen, mit der Folge, dass man das Zustandekommen der Aussage sozusagen nachvollziehen musste. Das heißt, die Vernehmungsbeamten mussten in die Bütt und mussten erzählen, wie und unter welchen Umständen die Aussagen entstanden waren. Darüber hinaus mussten alle Aussagen übersetzt werden, alle Aussagen, alle Fragen, alle Vorhalte, alles musste übersetzt werden. Wir hatten vier arabische und einen iranischen Angeklagten, der Gott sei Dank allerdings so gut Deutsch sprach, dass er weitgehend auf Übersetzung verzichtete. Aber nur als Beispiel, was das bedeutet, wir haben wirklich Tage und Wochen damit verschwendet, Aussagen nachzuvollziehen. So wurde allein der Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs 6 Tage lang vernommen, nachdem der Angeklagte am Ende sein Geständnis widerrufen hatte und behauptet hätte, ich hätte ihn während des Geständnisses unter Druck gesetzt. Im Übrigen begleitete nun auch die iranische Regierung das Verfahren mit zunehmendem Interesse und mit zunehmendem Störfeuer. Nur 2 Beispiele. Wir wunderten uns, dass plötzlich fast zu jedem Prozesstag irgendwelche Briefe aus Iran eintrafen von Leuten, die keiner kannte, irgendwelche Allerweltsnamen aus Iran, die plötzlich damit drohten, die Bundesregierung zu verklagen, weil im Rahmen des irakisch-iranischen Krieges von irakischer Seite Giftgas gegen iranische Soldaten eingesetzt worden sei und dieses Giftgas sei von deutschen Firmen geliefert worden. Wir wollten jetzt die Bundesregierung damit unter Druck setzen, indem man hier an Millionenforderungen an die Wand malte und hoffte, man könnte damit vielleicht doch noch etwas erreichen, nämlich irgendeine Einflussnahme auf das Verfahren und verhindern, dass es zu der zu befürchtenden Verurteilung kommen würde. Dann schickte der Iran einen deutschen Konvertiten in die Sitzung, ein sehr umtriebiges Kerlchen. Der saß in den ersten Prozesstagen immer ganz vorne und schrieb eifrig mit. Das fiel auf und insbesondere die Witwe von Nuri Bekordi, die als Nebenklägerin im Gerichtssaal war, wies das Gericht darauf hin. Und das führte letztlich dazu, dass dem Protokollanten das Mitschreiben verboten wurde. Und später wurde er dann auch noch als Zeuge vernommen. Und siehe da, er bestätigte den Auftrag des iranischen Generalkonsulats, hier im Gericht Protokoll zu führen, über alles, was gesprochen wurde, insbesondere was die Zeugen für oder gegen den Iran aussagen würden. Und diese Protokolle würde er dann anschließend beim Konsulat in Berlin abliefern. Das war natürlich schon ein interessanter Eingriff des Iran ins Verfahren und zeigte, dass nun von der Seite durchaus ein Interesse daran bestand, das Verfahren in eine bestimmte Richtung zu drängen. Aber wie es auch sei, der ganze Aufwand lohnte sich. Sämtliche unsere angebotenen Beweismittel hielten stand. Die Anklage wurde, abgesehen von den Vorwürfen gegen eine Randfigur, komplett bestätigt. Und nicht nur das, im Laufe des Verfahrens ergaben sich immer neue Erkenntnisse, kurioserweise vor allem auch daraus, dass der Iran versuchte, das Verfahren zu sabotieren. Und diese Sabotageunternehmen, die kehrten sich dann überraschenderweise gegen den Iran und bewirkten das Gegenteil dessen, was sie bewirken sollten. Ich will einige Highlights in dem Zusammenhang mal kurz schildern. Im Oktober 1993, also wenige Tage vor Prozessbeginn, hatte Falachian Bonn besucht, hat seinen Kollegen Schmidbauer getroffen, und um gemeinsam interessierende Fragen zu besprechen. Und eine dieser gemeinsam interessierenden Fragen war das Schicksal der Angeklagten im Mykonos-Verfahren. Man stellte von iranischer Seite relativ unverblümt und massiv die Forderung auf,
die Angeklagten freizulassen und das Verfahren in irgendeiner Weise nur nicht durch Urteile zu erledigen. Und stellte dafür eine Gegenleistung in Aussicht, nämlich man wollte dann dafür seitens des Iran auf die Entführer der im Libanon versteckten deutschen Cordes und Schmidt einwirken. Das war natürlich ein interessanter Vorschlag, führt aber zu nichts. Also die Herrschaften blieben in Haft und der Iran musste sich was anderes einfallen lassen. Ein nicht ganz so spektakuläres, aber im Ergebnis ebenso wertvolles Ergebnis war letztlich auch die Untersuchung von Tatwaffen in verschiedenen Fällen und vor allem von Schalldämpfern in verschiedenen Fällen. Dabei zeigte sich, dass sowohl die Schalldämpfer auf den beiden Waffen im Mykonos-Verfahren als auch die in einer Reihe anderer Verfahren alle aus derselben Fertigung stammten. Und zwar nicht aus einer industriellen Fertigung, sondern aus einer Einzelanfertigung. Und im Übrigen zeigte sich, dass in einem dieser Vergleichsfälle, nämlich der Ermordung eines iranischen Oppositionellen auf Zypern, die Tatwaffe ebenfalls aus den Beständen der ehemals kaiserlichen iranischen Armee stammte. Ein erhebliches öffentliches Interesse und auch eine erhebliche Bedeutung für das Verfahren hatte dann auch die Vernehmung des früheren iranischen Staatspräsidenten Banisadr. Banisadr war ja ursprünglich als Wegbegleiter und Genosse Khomeinis, mit dem in Paris gewesen, nach Iran zurückgekehrt, war Staatspräsident geworden, hat sich dann aber mit Khomeini überworfen und wurde von diesem verfolgt und ist dann nach Frankreich geflüchtet und hat in Frankreich Schutz gefunden. Natürlich war ein Mann wie Banisadr als ehemaliger Staatspräsident, als Weggefährte Khomeinis, ein Zeuge, der aus dem Innersten des Machtapparats berichten konnte und der auch noch Jahre nach seinem Verschwinden aus dem Iran über exzellente Zugänge in dieses System verfügte. Er berichtete nicht nur über seine eigenen und ihm zugetragenen Erkenntnisse, sondern ermöglichte uns, und das war ganz wesentlich, er ermöglichte uns den Zugang zu einem ganz wichtigen Zeugen, zu einer seiner ganz wesentlichen Quellen, nämlich der später dann aufgetretenen Quelle C. Das hatte den Vorteil, alle Beteiligten, Gericht, wir, Verteidigung, Nebenklage, alle konnten sich einen Eindruck von dieser Quelle verschaffen und ein Bild davon machen, ob das ein aufgeblasener Angeber war oder ob der wirklich Hand und Fuß zu berichten hatte. Also diese Quelle, Quelle C, hatte sich im Oktober 1996 wegen eigener Lebensgefährdung aus dem Iran abgesetzt und war im September 1996 nach Deutschland gekommen. Er wurde sofort ins Zeugenschutzprogramm des BKA übernommen und in den folgenden Wochen und Monaten haben Beamte des BKA und ich ihn fast rund um die Uhr vernommen. Er hatte unglaubliches Wissen zu Hintergründen, zu Personen, zu Strukturen, zu Entscheidungsabläufen. Ich hätte mir sowas nie träumen lassen, dass wir im Verfahren zu einem solchen Beweismittel kommen könnten. Er selbst war hochrangiger Mitarbeiter des iranischen Nachrichtendienstes WIVA gewesen, Vertrauter von Präsident Rafsanjani, Vertrauter von Minister Falahian. Er war von den ersten Revolutionstagen an im Iran dabei gewesen, hatte am Aufbau des iranischen Nachrichtendienstes mitgewirkt, hatte an verschiedenen iranischen Botschaften im Ausland gearbeitet, war in die Pläne zur Ermordung eines Oppositionellen eingebunden und war verschiedentlich in geheimer Mission auf Auftrag des iranischen Staatspräsidenten unterwegs, unter anderem auch zu der im Zusammenhang mit der Entführung westlicher Geiseln im Libanon. Aufgrund dieser vielfachen Tätigkeiten und Einbindungen der Quelle C konnte dieser Mann natürlich authentisch und vielfach nachprüfbar Details zu Strukturen und Entscheidungsabläufen liefern, die wir auf andere Weise nie hätten erlangen können. Er schilderte sein Wissen zum Anschlag im Lokal Mykonos und war dabei in doppelter Weise von Bedeutung. Zum einen schilderte er, ausgehend von der Vorläuferattentat in Wien, wer die Grundentscheidung zur Ermordung der Kurdenführer getroffen hatte, nämlich der religiöse Führer selbst.
Zum anderen nannte er zwar nicht Darabi als weiteres Mitglied des Tötungsvorhabens, aber er kannte den MP-Schützen Scharif als Mitglied einer Sonderorganisation innerhalb des iranischen Nachrichtendienstes, eines Teams für Sonderaufgaben. Dieser Scharif hatte sich offenbar auch schon in anderen Fällen erfolgreich betätigt, erfolgreich in Anführungszeichen, und war auch in anderen Ländern schon als Killer in Erscheinung getreten. Die Fülle, die Präzision und die Bedeutung der Aussage von Quellen C waren dann auch so brisant, dass es dem iranischen Regime doch tatsächlich etwas Angst und Bange wurde. Hatte sie sich bisher darauf beschränkt, durch ihren Botschafter, durch den Außenminister oder durch die staatliche Presse, insbesondere die Vertreter der Bundesanwaltschaft zu beschimpfen, das Verfahren als Untat der Justiz oder als zionistischen Propagandarummel abzutun. So ging man nun gegen Quelle C in die Vollen. Man übergab dem Kanzleramtsminister ein umfangreiches Dossier, mehr als 40, 50 Seiten, in dem diese Person als Hochstapler, als Lügner, als Betrüger bezeichnet wurde und in dem bestritten wurde, dass der jemals in irgendeinem staatlichen iranischen Auftrag unterwegs gewesen sei. Hintergrund war natürlich klar, man wollte uns einen Zeugen, der so wertvoll erschien, sozusagen aus dem Verfahren schließen. Wir mussten nun ein gewaltiges Interesse daran haben, diesen Zeugen sozusagen am Leben zu erhalten für uns. Und auch da leisteten uns die Nachrichtendienste wieder erhebliche Hilfe, allen voran das Bundesamt für Verfassungsschutz. Denn Quelle C war tatsächlich, wie er gesagt hatte, im Zusammenhang mit der Entführung westlicher Geiseln im Libanon im Auftrag Rafsanjanis unterwegs gewesen, unter anderem auch in Deutschland, als sozusagen Sonderbotschafter, gemeinsam mit dem Stellvertreter von Kalachian. Dabei waren die beiden zumindest zeitweise vom Bundesamt für Verfassungsschutz observiert worden. Und diese Fotos stellte man uns zur Verfügung, sodass man natürlich nachvollziehen konnten, wer da unterwegs gewesen war. Und die Observation, die war so gründlich, dass das BfV sogar die iranischen Dienstpässe der beiden Herrschaften fotokopiert hatte, sodass wir sogar die Dienstnummer und die Lichtbilder aus den Dienstpässen vorweisen konnten. Und damit war natürlich das Anliegen des Iran, die Quelle C als Lügner abzutun, nicht sehr erfolgreich. Im Übrigen hatte ich dann damals das Vergnügen, eine Reihe von SPD-Prominenz als Zeugen zu vernehmen, denn die iranische Seite, also Quelle C und der stellvertretende Nachrichtendienstminister, führten ihre Verhandlungen mit Vertretern der SPD, mit dem damals noch lebenden Bednisch, also Wischnewski, mit dem früheren Bremer Bürgermeister Koschnik und mit dem späteren SPD-Vorsitzenden Hans-Jochen Vogel. Ich habe die drei dann vernommen und vor Wunder, sie konnten sich daran erinnern, mit Quelle C gesprochen zu haben. Und das war natürlich ein Fund, damit konnte man was anfangen. Und als Clou, der nun zwar nicht von übermäßiger Bedeutung war, aber sozusagen doch ein Sahneröckchen, gelang es uns in der Schlussphase des Verfahrens, einen Bericht des georgischen Fernsehens zu beschaffen. In diesem Bericht war von einer iranischen Regierungsdelegation in Tiflis die Rede, und in diesem Filmbericht war auch unsere Quelle C zu sehen, wenige Monate vor dem Anschlag. Also die Behauptung, es handelte sich um einen Betrüger oder Hochstapler, die war darin vom Tisch. Und das BfV seinerseits setzte nun ganz zum Ende noch einen drauf und lieferte in der Schlussphase des Verfahrens eine nachrichtendienstliche Erkenntnis, die selbst erst, da sie von einem ausländischen Nachrichtendienst stammte, kurz zuvor erlangt hatte, nämlich diese Erkenntnis war unglaublich brisant, dass nämlich eine Quelle des iranischen Dienstes sich zur Anschlagszeit im Lokal befunden hatte. Das muss man sich mal vorstellen, da sitzen 8 Leute am Tisch, 4 von denen werden erschossen, und es ist davon auszugehen, dass einer von diesen 8 Leuten der Verräter war.
Wir konnten das nicht weiter verifizieren, aber diese Erkenntnis hat im Grunde genommen das bestätigt, was wir die ganze Zeit befürchtet hatten. Denn die ganze Vorgehensweise bei der Tatausführung war so präzise, dass man aus einer Gruppe von 8, 9 Leuten, die am Tisch saßen, punktgenau die 3 Kurden und ihren Berliner Vertrauten sozusagen rausgefiltert und erschossen hatte. Das heißt, die Täter mussten über unmittelbares Wissen aus dem Tatort, verfügen. Denn dass sie ihre Opfer vorher persönlich kannten, kann man eigentlich nicht unterstellen. Ja, und als allerletztes in diesem Zusammenhang, was dann letztlich noch zur Überzeugung des Gerichts vielleicht auch beigetragen hat, wenn es auch von unserer Seite nicht beabsichtigt war, das als Überzeugungsmittel einzusetzen. Ich beantragte im März 1996 gegen Herrn Talachian einen Haftbefehl wegen Mordes, wegen vierfachen Mordes, beim Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs. Und der Haftbefehl wurde wunschgemäß erlassen und ist auch immer noch in Kraft. Also wenn Herr Talachian nach Deutschland kommen sollte, dann würde der Haftbefehl vollstreckt werden. Ja, das war im Wesentlichen der Gang des Ermittlungsverfahrens und der Ermittlungen. Der Rest ist relativ schnell erledigt. Im November 1996 hielten wir unser Schlussplädoyer, sozusagen unser erstes, was wir damals nicht wussten, dass sich noch 2 weitere anschließen würden. Also wir hielten unser erstes Plädoyer 3 Tage lang und fassten dabei nochmal alle Erkenntnisse dieser 3,5-jährigen Hauptverhandlung zusammen und trafen dabei ausdrücklich und mehrfach die Feststellung, dass die iranische Führung die Tat angeordnet und deren Durchführung veranlasst habe. Für die beiden Hauptangeklagten forderten wir lebenslang, für die Mitangeklagten zeitliche Freiheitsstrafen. Die Reaktion hierauf im Iran ging weit über die bisher bekannten Beschimpfungen und Verunglimpfungen hinaus. Es gab die üblichen Spontandemonstrationen, es gab Unruhen, es gab die Behauptung, wir hätten eine rote Linie überschritten, es gab Drohungen, wenn wir die Folgen tragen. Und es wurde berichtet, dass in Qom, im religiösen Zentrum des Iran, eine Fatwa gegen den Kollegen Georg und mich erlassen worden sei, mit dem Ziel, uns bei nächster Gelegenheit umzubringen. Bis jetzt ist das noch nicht erfolgt. Ja, die Stimmung im Iran war aufgeheizt, ist klar. Die spontanen Demonstrationen klangen nach einiger Zeit ab. Aber auch auf deutscher Seite hielt sich die Begeisterung über das Urteil in sehr, sehr engen Grenzen. Aber nichtsdestotrotz, es war nun mal da und man müsste damit leben. Das Urteil erfolgte im April 1997, nachdem aufgrund von Verteidigungsbeweisanträgen noch 2-mal in die Beweisaufnahme eingetreten werden musste. Das Urteil folgte mit Ausnahme dieser Randfigur, von der ich bereits gesprochen habe, hundertprozentig unseren Anträgen in der tatsächlichen Schilderung, in der rechtlichen Bewertung und im Strafmaß. Die politischen Folgen waren deutlich. Deutschland und die meisten EU-Staaten zogen ihre Botschafter aus dem Iran ab. Folge war eine mehrjährige Eiszeit in den Beziehungen. Die wichtigste Folge war allerdings aus meiner Sicht die, und die hat ja Spanay auch schon angesprochen, die mit der iranischen Revolution begonnene Serie von Mordanschlägen gegen Oppositionelle hatte schlagartig am Ende, jedenfalls im Ausland. Seit dem Kammergerichtsurteil ist es meines Wissens bis heute außerhalb des Iran zu keinen weiteren Morden der Oppositionellen gekommen. Ich glaube, ein schöner Erfolg des Verfahrens kann man sich nicht vorstellen.